Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich möchte eigentlich euch nur was zeigen. Ich möchte gar nicht großartig basteln oder so. Ich werde euch auch demnächst mal ein Infovideo machen, weil sich bei mir was verändern wird in den nächsten Wochen. Und ja, das mache ich aber extra. Ich wollte es euch nur mal ankündigen, nicht, dass ihr dann denkt, hier, die verschwindet einfach sang- und klanglos oder so. Ja, auf jeden Fall geht es jetzt hier erstmal um meinen Donnerbuddy-Themenmonat, den ich mit der lieben Maike mache. Ich verlinke sie euch wie immer unten in der Infobox. Sie ist ja nur auf Instagram, leider nicht auf YouTube. Aber das ist auch eine andere Geschichte. auf jeden Fall hatten wir den Themenmonat und sie hatte sich gewünscht, dass man ein Liporello bastelt. Mit Geschenkverpackung und ja, mit Semifim-Sachen. Da sie mir bei Zeiten gesagt hat, welche Kollektion von Semifim sie benutzt, habe ich gesagt, okay, ich nehme nicht dieselbe, weil ich habe auch mit der jetzt auch erst was gebastelt und deswegen habe ich mich für eine andere entschieden. Also ich nehme eine etwas ältere, nämlich meine kleine Farm. Liegt auch einfach schlicht und ergreifend daran, dass ich ein bisschen die Sachen horte, will ich jetzt nicht sagen, aber ich finde die Sachen so schön, dass ich sie erstmal noch lieber streichle, als sie zu benutzen. Außer die Stempel benutze ich. Genau. Ja, ich hätte noch die Waldzauber-Kollektion unberührt hier. Ich habe die Zuckersüß-Kollektion, die habe ich noch nicht hier. Die habe ich noch in meinem Zwischenlager quasi, wo ich es halt hinbestellt habe. Und deswegen habe ich mich für die kleine Farm entschieden. Also mit einem ergreifenden Grund, weil die Eisbären, die Winterkollektion da mit den Polarbären und so, das ist mir jetzt unpassend für ja, Frühling. Frühling, wir haben ja schon April, ne? Und ja, das war mir jetzt unpassend, deswegen habe ich gesagt, okay, mit dem Block habe ich schon gebastelt. Wenn da was noch mehr fehlt, finde ich das nicht so schlimm. Und genau, ja, ich habe auf jeden Fall diesen Block verwendet und natürlich das passende Stempelkissen dazu. Spruch habe ich aber diesen hier verwendet, weil ich den einfach cool finde. Ja, und ansonsten eigentlich, wie gesagt, nur das. Und jetzt zeige ich euch das einfach mal. Es ist wirklich nur etwas ganz Kleines, Dünnes. Das ist wirklich nur 1 cm groß. Also die Geschenkverpackung habe ich anhand der Berechnung von Liebeswuchs gemacht. Wenn ich daran denke, verlinke ich sie euch in der Infobox. Sie hat ja letztens mal ein Infovideo gemacht, wie man Geschenkverpackungen sich selber ausrechnen, aufmalen, keine Ahnung was kann. Danach habe ich das auch gemacht. Ja, ich habe hier auf jeden Fall ein bisschen mit, bin mir gar nicht sicher, ob das in Nuvo ist oder ob das der Glossy Accents ist. Auf jeden Fall habe ich hier vorne nichts gestempelt oder so, weil ich das Motivpapier mit dem Motiv von dem, weiß nicht, was das sein soll, in Widder, in männliches Schaf, keine Ahnung. Auf jeden Fall soll wahrscheinlich ein männliches Schaf sein mit den, wobei die eben auch für mich, für einen Widder sprechen würden, aber na, ist egal. Auf jeden Fall geht das bei mir so. Ich habe das auch noch extra so gemacht, dass ich habe das einfach alles in rosa gemacht, weil die rosanen Papiere habe ich nicht verwendet, großartig noch nicht aus dieser Kollektion. Ja, dann habe ich hier so eine kleine Banderole gemacht. Das habe ich allerdings selber koloriert. Habe aber darauf geachtet, dass das ungefähr so aussieht wie das Original. Habe da auch wieder den Nuvo oder, ja, keine Ahnung, was es jetzt ist, Glossy Accents benutzt. Genau, und dann haben wir einfach nur wirklich echt total einfach so ein Liporello habe ich da gemacht. Das ist eigentlich wie so eine Art kleines Album. Ich habe eigentlich viel Motivpapier mit Motiven drauf und hier halt so zwischendrin kommen mal so drei solche kolorierten daher. Rückseite habe ich auch gemacht. Das Huhn sieht am Ende eher ein bisschen krank aus, wie dass es ein Huhn ist. Genau, und dann hatte ich hier noch eine Koloration übrig und die habe ich da drauf geklebt. Und ja eben, das ist aber die Rückseite. Und das ist meine Vorderseite. Und dann kann man die wieder zusammenklappen. Und im Grunde genommen ist es das eigentlich schon. Ich könnte euch natürlich noch die Karten zeigen, die ich quasi in der Resteverwertung oder überhaupt so noch dazu gebastelt habe, weil ja, ich bin halt so jemand, ich verschenke nicht einfach irgendwie ein Album oder so ohne eine Karte. So, also bei mir ist es halt ein Set.
Oh mein Gott, jetzt kriege ich das ja nicht mehr drum, ne? Ja. Also, ich bastle halt immer gerne eine Karte dazu. Oder in dem Fall sind es, ich glaube, 2 geworden. Und die zeige ich euch noch kurz. Ich hatte sie ja auch auf Instagram schon mal gezeigt. Das ist eine Karte mit Resteverwertung gewesen. Wobei das Sternenpapier ist eigentlich keine Resteverwertung. Aber irgendwie ein Hintergrundpapier wollte ich halt. Das ist einfach ein ausgedrucktes, einlaminiertes Teil. Und ja, wie gesagt, das sind ist die Resteverwertung. Das habe ich bei der die Wunderwelt aus Papier gesehen. Ich habe das Foto auf Instagram hochgeladen und da habe ich sie auch verlinkt. Ich spare mir die Verlinkung in der Infobox jetzt einfach mal. Genau, das ist ein Create a Smile Spruch. Das finde ich ganz, ganz hübsch. Auf jeden Fall ist es eigentlich cool geworden. Und dann wollte ich halt die Masking-Technik noch einmal probieren und habe mich da auf die Kühe gestürzt. Genau, hier ist halt das auf einer, wir sind auf einer Wellenlänge. Stimmt, jetzt wo ich es sehe, den habe ich ja fürs Leporello gar nicht gebraucht, sondern der ist auf der Karte gelandet. Aber wie gesagt, für mich gehört das halt zu dem Album dazu. Karten, ein Album, in der Geschenkverpackung. Ich fand das sehr passend. Es ist eigentlich eine niedliche Sache. Es ist auch total handlich und praktisch. Und genau. Die Vorlage zu diesem Album verlinke ich euch natürlich in der Infobox. Die ist nämlich von der lieben Pinselschere und Co. aus Hamburg. Na, Alexandra. Die liebe ich ja. Aber ja, genau. Ja, hier habe ich auf jeden Fall versucht zu maskieren. Gelang mir schon ganz gut. Ich habe das hier erhöht. Ich hatte hier mir den Glossy Accents, hatte ich mir in so eine kleine Flasche gefüllt, ne? Diese. Und als ich das auf die Kuh gemacht habe, sind ein Haufen Luftbläschen entstanden. Und da habe ich gedacht, nö, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe das ja trocknen lassen über Nacht und dann sah das wirklich kacke aus. Und um die Karte zu retten, weil ich eben maskiert hatte, ich habe koloriert, ich habe mir halt Mühe gegeben. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe noch so eine Kuh, die ich kolorieren kann. Und die habe ich dann einfach ein bisschen erhöhter. Und so habe ich meinen Fehler eigentlich ausgemerzt. So. Ich habe hier auf jeden Fall um das Kuhpapier, dass das nicht so ganz so schreit, habe ich da Transparentpapier. Das ist von Folie, das heißt auch direkt Transparentpapier, weil es auch dünner ist wie Vellum. Vellum ist stabiler und etwas dicker wie Transparentpapier. Und ja, man hätte können auch Butterbrotpapier nehmen oder so, wenn man sowas zu Hause hat. Kann man machen, muss man nicht. Ich habe das jetzt so gelöst. Mir gefallen sie sehr gut. Also es ist halt rosa, ne? Es ist eigentlich nicht meine Farbe, aber ich habe mich an dieses Farbschema mit meinem Leporello gehalten und deswegen fand ich, ist das eigentlich ganz cool. Also das ist natürlich eigentlich die direkte Karte zu diesem kleinen süßen Leporello-Album. Und das ist eigentlich so eine Karte, ja, willkommen im Team, wir sind auf einer Wellenlänge, so halt. Ich habe das halt so, ich fand das halt niedlich irgendwie und ich habe mit diesem Stempelset eigentlich noch nicht so viel gemacht, deswegen musste ich das jetzt da mal dafür gebrauchen, dass ich das überhaupt mal benutze oder benutzt habe. Okay, Leute, das war jetzt viel Gesabbel. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.